Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Impli, beziehungsweise heute auch wieder kein Let's Play, sondern eher ein Laberplay. Der Grund ganz einfach, die IS-6, die jetzt als Premium-Fahrzeug ins Spiel kommen soll, beziehungsweise der IS-6, da bin ich jetzt, ich weiß nicht, wie oft schon gefragt worden in den Kommentaren, in den Streams, per E-Mail, per Facebook, was ich von dem Fahrzeug halte und ob das denn wohl alles so richtig sein kann. Und da müssen wir erstmal mit so einem Gerücht aufklären, das aktuell so ein bisschen in den Köpfen vieler Spieler herumgeistert. IS-6, hinten die Zahl 6, der muss schlimmer sein als ein IS-4 oder ein IS-3, weil die 6 ja nach 3 und nach 4 und nach 5 kommt. Und das ist eben schon mal eines der größten Probleme in den Köpfen der Spieler. Die IS-6 ist nicht ein Nachfolgefahrzeug des IS-3 oder IS-4, sondern die IS-6 ist ein Fahrzeug, das geplant und entwickelt worden ist zu Zeiten, in denen auch die IS-3 und die IS-4 entwickelt worden sind. Je nachdem, wer sich jetzt gerade mit diesem Fahrzeug beschäftigt hat, welches Team sich mit dem Fahrzeug beschäftigt hat, da gab es dann eine Zuordnungsnummer und die Fahrzeuge sind zu unterschiedlichen Zeiten fertiggestellt worden. So als bestes Beispiel, die ersten IS-3-Panzer zum Beispiel wurden im Mai 1945 produziert. Die ersten IS-6-Fahrzeuge sind allerdings schon viel, viel eher produziert worden. Da gab es nämlich ein paar Prototypen, die 1944 bereits hergestellt worden sind. Das gleiche gilt auch für die IS-4. Die IS-4 ist in ihrer Prototypenausführung schon vor dem IS-3 gebaut worden. Das heißt also, diese Aufklärung oder dieser Gedankengang IS-3, danach kommt ein schlimmerer Panzer IS-4, dann kommt ein noch schlimmerer Panzer IS-5 und irgendwann kommt dann sowas wie ein IS-10 bzw. T-10M. Das passt nicht ganz. Der IS-6 ist eigentlich als Nachfolgepanzer für den IS-2 entwickelt worden. Und das gleiche gilt für den IS-3 und den IS-4. Alles Vorschläge, um den IS-2, den man im Krieg bis zu dem Zeitpunkt eingesetzt hatte, durch ein anderes, besseres gepanzertes Fahrzeug einzusetzen. Die IS-6 selbst ist um ein Vielfaches schwächer gepanzert als die IS-4 und auch schlechter als die IS-3. Das letztlich führte dann auch zu dem Entschluss, dass man gesagt hat, nee, den IS-6, den bauen wir jetzt nicht. Wir entschließen uns tatsächlich für die Produktion des IS-3, der dann ja tatsächlich auch Anfang, Mitte 1945 bei der großen Parade in Berlin für Aufsehen gesorgt hatte. Da ist den restlichen Alliierten, sprich Amerikanern, Briten und Franzosen, ganz schlecht geworden, als sie diese dicken Panzer gesehen haben. Und man hat im Grunde genommen so ein bisschen panikhaft reagiert und realisiert, dass man da ganz, ganz großen Nachholbedarf hat, was die eigene Panzerentwicklung angeht. Der IS-6 hier im Spiel angekündigt für 40 Euro, wird sicherlich kein Fahrzeug sein, das ihr nicht bekämpfen könnt. Dass die amerikanischen Panzer teilweise im Medium und im schweren Bereich manchmal leichter zu knacken sind als russische Fahrzeuge, ist, glaube ich, eben klar. Und dass auch deutsche Fahrzeuge im Vergleich zu den russischen Fahrzeugen manchmal ein bisschen dumm dastehen, liegt einfach an der Bauform. Das heißt, wir haben auch hier bei der IS-6 einen relativ abgerundeten Turm, was natürlich die Wahrscheinlichkeit des Bouncen extremst erhöht und dementsprechend auch eine höhere effektive Panzerung für das Fahrzeug bereitstellen wird. Bei der Wanne haben wir angewinkelte Panzerplatten, da haben wir dieselben Effekte wie beim T-34 oder eben auch bei der IS-3. Hier sind sie sogar noch ein bisschen mehr angeschrägt als bei dem T-34, das heißt auch hier eine sehr, sehr hohe effektive Panzerung. Faktisch ist es aber so, dass die Frontpanzerung des IS-6 gerade mal 100 mm betragen hat. Das wird bedeuten, dass wir mit effektiver Panzerung, also wenn wir jetzt über die Winkel gehen, sicherlich auch an manchen Stellen bis zu 200 mm Frontpanzerung haben können. Das ist allerdings auch überhaupt kein Problem, denn wenn wir da jetzt mal so die Counterparts im Spiel angucken, wie einen deutschen Tiger II mit seiner angeschrägten Frontpanzerung
oder auch bei den Amerikanern, sind das alles Zahlen, die eigentlich in Ordnung sind. Das heißt, wir haben hier ein Fahrzeug, das als Premium-Fahrzeug reinkommen wird, das relativ brachial aussieht. Den Spitznamen Hammer wohl eher wegen der Kanone, die er bekommen wird. Sicherlich allerdings nicht wegen der Panzerung. Wo so ein IS-6 bestimmt für Probleme sorgen kann, wird sein, wenn er irgendwo als High-Tier reinkommt und die Masse der Gegner Low-Tier ist, dann kann es dann schon mal zu Penetrationsproblemen kommen und das Fahrzeug wird eventuell nicht zerstört werden können oder nur sehr, sehr schwierig zerstört werden können. Meine persönliche Einschätzung ist, dass der IS-6 tatsächlich am Anfang auf 6-7 kommen wird. Und hier schließt sich dann auch so ein kleiner Kreis, wo ich mich immer gefragt habe, wieso werden hier solche BR-Anpassungen vorgenommen? Jetzt vor kurzem ist es ja gerade erst so gewesen, dass zum Beispiel die ganzen IS-2-Modelle im Spiel im BR abgesenkt worden sind. Regin hat das ganz logisch, so wie sie es immer machen, mit ihren Statistiken erklärt. Wenn wir uns jetzt allerdings vorstellen, dass Regin schon sicherlich mehr als ein halbes Jahr, vielleicht sogar schon ein Jahr lang wusste, dass sie den IS-6 bringen wollen und man weiß ja auch, wie man so ein Fahrzeug programmiert, wie man es darstellt, wird man sich Gedanken dazu gemacht haben, wie man dieses Fahrzeug einordnen möchte. Und man wird dann sicherlich gesagt haben, gut, der ist so, wie er da jetzt steht, wie wir ihn fertiggestellt haben, sicherlich maximal ein BR von 6-7. Wenn wir uns dann allerdings ein IS-2 angucken im Vergleich, dann haben die Fahrzeuge nicht mehr viel miteinander zu tun. Wie wollen wir den Spielern das erklären, dass ein IS-6 und eine IS-2 sich das gleiche Battle Rating teilen? Also müssen wir uns überlegen, wie wir dieses Nachfragen und dieses Nachhaken so ein bisschen umgehen können. Wir können das Fahrzeug auch nicht stärker darstellen, als es in echt gewesen ist. Es ist nun mal schwächer als ein IS-3 und ein IS-3 finden wir auf 7.3. Das heißt also, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir packen ihn auch auf 6.7 oder wir packen ihn auf 7.0. Wenn er auf 7.0 ist, so wie er tatsächlich konstruiert worden ist, hat er gerade mal eine BR-Verminderung von 0,3 gegenüber der IS-3, die um ein Vielfaches besser gepanzert ist. Gleichzeitig ist er aber nur 0,3 besser als eine IS-2, die bei weitem nicht so viel aushält wie ein IS-6. Wie kann man das also erklären, dass es nur so ganz, ganz klitzekleine BR-Schritte zwischen den einzelnen Fahrzeugen gibt? Und das kann man nicht erklären. Und deswegen vermute ich einfach mal, dass hier die Herabstufung der IS-2-Fahrzeuge nicht mal unbedingt was mit Statistiken zu tun gehabt hat, so wie wir das sonst normalerweise von Gaijin gewohnt gewesen sind, sondern eher was mit Balancing und auch mit einem Verkaufsargument für die Community. Wenn wir jetzt die IS-2-Panzer von 6.7 runtersetzen auf 6.3 oder teilweise 6.0, dann haben wir einen freigewordenen Platz, nämlich 6.7, da können wir die IS-6 hinpacken und gleichzeitig können wir dieses Fahrzeug auch unheimlich gut argumentativ verkaufen. Das Fahrzeug ist stärker als eine IS-2, dementsprechend hat es ein höheres Battle Rating, ist aber definitiv schwächer als eine IS-3 und deswegen haben wir ihn nur auf 6-7 gepackt. Deswegen hier meine Vermutung, einfach aufgrund des Verkaufspreises, aufgrund der Ankündigung, dass es ein Tier 4 Fahrzeug werden wird und aufgrund dessen, was ich so im Internet über die Daten herausbekommen habe, was dieses Fahrzeug angeht, und die nenne ich euch extra nicht, diese Daten, weil ich nicht weiß, was für Unterlagen Gaijin sich wieder zusammengesucht hat, wie das Fahrzeug tatsächlich dargestellt worden ist, bleibt letztendlich wirklich nur ein Rückschluss über. Das Fahrzeug wird höchstwahrscheinlich mit einer BR-Einstufung von 6-7 kommen und dementsprechend sich dort dann aber auch sauber einordnen. Das Fahrzeug wird gegen einen Tiger 2 bestehen können. Ein Tiger 2 wird aber auch eine IS-6 sicherlich ohne Probleme, wenn man an der richtigen Stelle trifft, zerlegen können. Viele von euch werden vielleicht am Anfang damit Probleme haben, weil eben viele angewinkelte Flächen, abgerundete Flächen das Bouncen oder eben die effektive Panzerung auch erhöhen. Nichtsdestotrotz vermute ich allerdings mal, dass das Fahrzeug zerstörbar sein wird. Eventuell geht Gaijin hin und ordnet ihn auf 7.0 ein. Das könnte sein, allerdings habe ich bis jetzt noch kein Premium-Fahrzeug, soweit ich mich zurückerinnern kann, gefunden, dass höher als 6-7 im Spiel eingeordnet worden ist. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass man jetzt in diesem Fall tatsächlich diesen Weg geht und sagt, hier haben wir einen Premium-Panzer, den machen wir 7-0. Denkbar wäre es, dass er irgendwann dann tatsächlich aufgrund der Statistiken, die ja im Hintergrund erhoben werden, vielleicht mal angehoben werden wird. Ich denke allerdings, die Wahrscheinlichkeit, dass er zum Release ein BR von 6-7 bekommen wird, wird relativ hoch sein.
Wie gesagt, IS-6 bedeutet nicht noch schlimmer, noch heftiger, noch böser als IS-4 oder IS-3, sondern IS-6 ist lediglich die Nummer, die man diesem Projekt verpasst hat. So, die Nummer 3 und die Nummer 4 waren bereits vergeben, weil man auch mit der Entwicklung des IS-3 und des IS-4 zumindest auf dem Reißbrett begonnen hatte. Da hat sich der Entwickler eben die 6 geschnappt und hat gesagt, gut, ich entwickle jetzt das Projekt IS-6. So wurde das Fahrzeug am Ende genannt, bedeutet allerdings nicht, dass dieses Fahrzeug schlimmer oder heftiger ist als eben die beiden erstgenannten Fahrzeuge. Insofern braucht ihr euch da keine Gedanken machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine ziemlich saubere Nummer werden wird. Und nachdem man ja jetzt auch die IS-2 so ein bisschen runtergeschubst hat, ist es auch ein verdammt gutes Verkaufsargument für Gaijin, dieses Fahrzeug auf 6-7 zu bringen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen informieren und weil dieses Video gerade mal 10 Minuten hat, habe ich mir überlegt, ich bin jetzt in der Vergangenheit öfters mal gefragt worden, kannst du mir nicht mal zeigen, wie das hier bei dir aussieht, wenn du aufzeichnest? Ich habe nochmal ein Video gemacht hinter den Kulissen. Da werde ich euch gleich nochmal alle begrüßen, aber vergesst das einfach. Ich habe jetzt diese beiden Sachen zusammengeschnitten. Einmal Information zum IS-6 und dann einen kurzen Blick hinter die Kulissen, wie es aktuell hier bei mir zu Hause in meinem kleinen Hinterzimmerstudio aussieht, damit ihr euch davon auch nochmal ein Bild machen könnt. Ich wünsche euch allen zusammen noch weiterhin viel Spaß im Spiel und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss, alles Gute, euer Implied, auch wenn ich das nachher im zweiten Teil nochmal zu euch sage. Hinter den Kulissen bei Implied, das wollten so manch einer gerne mal wissen, wie das hier bei mir aussieht, wo ich meine Videos mache, und da habe ich mir gedacht, ich kann ja mal einmal so ein Video online stellen. Allerdings muss ich dazu sagen, hier befindet sich alles noch im Auf- bzw. Umbau. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ihr könnt das ja auch sehen, da unten steht noch Farbe auf dem Boden. Hier wird nämlich noch gestrichen. Das ist alles gleichzeitig in diesem Zimmer. Wir befinden uns im ersten Stock meines Hauses. Und ich durfte mir dieses kleine Zimmer hier nehmen, um die Familie nicht weiter mit meinen Computersachen zu stören. Und hier könnt ihr das auch schon ganz wunderbar sehen. Hier hat sich mittlerweile einiges bei mir zu Hause getan. Das ist also der Arbeitsplatz, an dem die Videos entstehen. Das, was ihr da seht, das sind die großen Scheinwerfer, die hier abends für die entsprechende Ausleuchtung sorgen. Wir können jetzt uns das Ganze hier mal im Detail angucken. Ihr seht das hier auch haufenweise Stative. Hier so eine Stange, da hängen Kameras und sowas drauf. Da unten ist die Stromversorgung. Das ist noch nicht ideal gelöst. Da möchte ich jetzt irgendwann noch mal ein Brett vorhaben, damit vor allen Dingen meine jüngste Tochter da nicht einfach so an die Stecker dran grabbeln kann. Hier sind die Softboxen. Wir machen die mal an, dann haben wir hier nämlich auch ein bisschen mehr Licht und sehen das dann. Alles ein bisschen besser. So, und ihr merkt das schon vom Licht her. Die sind jetzt nach oben gestellt, ganz einfach, weil es stört, wenn sie einen die ganze Zeit anstrahlen. Gehen wir hier mal rum. So sieht das dann aus meinem Blickwinkel aus. Die Softboxen, die werden abends runtergedreht, wenn ich hier streame und ihr mich quasi sehen könnt. Jetzt, wie gesagt, oben zur Decke hingedreht. Und hier seht ihr eine Konstruktion, da ist mir nichts Besseres eingefallen. Wir haben hier eine ganz lange Gardinenstange hingemacht. Und da hinten hängt der Greenscreen. Den kann ich zur Seite schieben, weil ich ja hier so ein Dachfenster habe. Und der wird abends einmal komplett hier vor der Schräge entlang gezogen und wird dann da unten an so Haltern eingehängt. Da hinten, den kann man jetzt nicht sehen, dann ist der stramm gespannt und dann funktioniert das ganz wunderbar. Dann werden die Softboxen runtergedreht, also nach unten geneigt, sodass der Greenscreen gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Und dann habt ihr im Grunde genommen hinterher dieses schwarze Bild hinter mir beziehungsweise den Spielehintergrund. Oh Gott, was ist das hier alles am Wackeln? Ja, ich hatte bis vor kurzem ein anderes Handy und deswegen, mir fällt es im Moment ein bisschen schwer, mit diesem Ding hier vernünftige Aufnahmen zu machen. So, das ist jetzt der Arbeitsplatz. Ihr seht jetzt hier drei Monitore. Im Moment ist es so, dass auf dem mittleren Monitor gespielt wird. Ihr seht, ich bearbeite gerade auch YouTube-Kommentare. Auf dem anderen Monitor da vorne sind die ganzen normalen Programme, die nebenher laufen, so wie OBS Studio, die Chat-Programme, das Teamspeak und all die ganzen Sachen. Und bis vor kurzem hatte ich auf dem Monitor den Stream nochmal gleichzeitig am Laufen. Da war ein Handy dran angeschlossen, nämlich ein Microsoft Lumia 950 XL war an diesem Monitor angeschlossen. Und damit habe ich im Grunde genommen den Stream auf diesen Monitor drauf gestreamt oder drauf gespielt und konnte dann da auf dem Monitor dann noch sehen, was ich abends sende. Das gibt es allerdings nicht mehr, dieses Handy. Da war jetzt so langsam mal ein neues fällig. Bei meinem alten Lumia war das eine oder andere mittlerweile nicht mehr in Ordnung.
Und dieses Mobiltelefon, das ich jetzt habe, ist ein Huawei P9. Das kann das leider nicht. Da muss ich mir irgendwann nochmal, keine Ahnung, ein billiges Notebook oder sowas hinstellen. So, das ist der Rechner, der das alles aktuell macht. Ihr seht hier vor auch das Studio-Mikrofon. Ich kann das hier mal ganz kurz wegziehen mit Popschutz. Auch ganz neu. Habe ich jetzt die Tage zum ersten Mal benutzt. Kann man sich ja auch mal angucken. Da ist so ein Popschutz drauf. Da hinten kommt das Stativ hinterm Schreibtisch hoch. Und hier vorne, das ist die Kamera, mit der ich das im Moment alles aufzeichne. Eine Herkules-Kamera. Dürft ihr euch nicht wundern, das sind Bilder von meinem Sohn. Der macht immer für Papa tolle Bilder, damit dekoriere ich meine Wände. So, das da vorne ist die Kamera, mit der ich das mache. Die kann ich auf dieser Stange hin und her schieben, wenn ich möchte. Ich kann also den Blickwinkel so ein bisschen verändern. Das soll sich irgendwann, wenn ich mit YouTube weitermachen sollte, auch nochmal ändern, sodass dann da vielleicht irgendwann eine vernünftige Kamera steht und nicht so ein Hilfsapparat. Ja, das da vorne ist der Rechner. Da stand bis vor kurzem auch ein anderer. Da stand nämlich ein Intel Pentium i7 mit einer GTX 1070 drin und allem Pipapo. Der ist leider Gottes dann abhanden gekommen. Ich hatte das ja schon mal eher erzählt. Aktuell, dank der Hilfe von dem einen oder anderen da draußen, konnte ich diesen alten Rechner, wo vorher ein AMD-4-Kernprozessor drin war, jetzt so ein bisschen aufrüsten. Mittlerweile haben wir einen AMD-8-Kernprozessor drin, einen 8350, also mit 8 Kernen. Der schafft es tatsächlich, die Daten auch so zu verarbeiten, dass ich jetzt in Full HD wieder streamen kann. Was mich ganz besonders gefreut hat, und da ist die Prozessorauslastung im Stream dann trotzdem nur bei gerade mal höchstens 70% mit dem AMD-4-Kernprozessor, und gerade mal auf 720p lag ich bei 100% und das Ding war am Rauchen und Schnaufen. Hier ist noch eine alte Grafikkarte drin, nämlich eine GTX 960. Ich glaube, das kann man jetzt nicht so wirklich sehen, doch so gerade eben könnt ihr da jetzt die GTX 960 sehen, wie sie da drin ist. Da soll jetzt demnächst eine 1060 rein. Und dann sollte ich hier wieder ein System stehen haben, das das Ganze einigermaßen gut hinbekommt, sodass ich die ganzen Sachen dann vernünftig hinkriege. Wenn sich jetzt jemand fragt, wieso hast denn du da jetzt ein AMD? Ganz einfach, AMD-Prozessoren, und das ist nach wie vor so, sind um ein Vielfaches besser geeignet für Videobearbeitung und Streaming als Intel-Prozessoren. Das ist also tatsächlich kein Scherz, das können die AMD-Prozessoren richtig gut. Und deswegen, da ich eben hauptsächlich Videos mache und streame, ist es für mich wichtig, dass ich einen Prozessor da drin habe, der diese Arbeiten ganz besonders gut hinbekommt. Deswegen war für mich ein Intel-Prozessor auch überhaupt gar kein Thema. Ihr seht zwei Tastaturen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass hier zwei Computer angeschlossen sind, sondern es ist tatsächlich nur ein Computer angeschlossen und an diesem Computer sind zwei Tastaturen angeschlossen. Wir haben einmal eine Schnitttastatur, mit der ich schneiden kann. Da sind Hotkeys drauf belegt und was weiß ich nicht alles. Und eine ganz normale Gaming-Tastatur. Also nichts Wildes, nichts Verrücktes oder sowas. Auch die beiden Monitore musste ich mir jetzt hier erstmal wieder so ein bisschen zusammenorganisieren. Bis vor kurzem hatte ich drei LG-Monitore A21 Zoll hier nebeneinander stehen. Jetzt habe ich die genommen, die ich noch auf dem Dachboden rumliegen hatte. Den von meinem Sohn durfte ich nicht haben, den wollte er behalten. Aber gut, so ist das nun mal, ist für mich auch nachvollziehbar. Hier werden also die ganzen Videos produziert und ihr könnt euch vorstellen, wenn man jetzt hier diese Softboxen noch runterklappt, dann ist das hier abends noch heller. Da kommt man sich tatsächlich wirklich ein bisschen merkwürdig vor, wenn man so von allen Seiten angestrahlt wird und dann mit so einer kleinen schwarzen Kamera da vorne sich unterhält. Ist ein bisschen komisch. Ja, dass sich das alles so mal irgendwann entwickeln wird, hätte ich nie gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwann habe ich ja mal angefangen mit einem ganz normalen Rechner und einem einzigen Monitor und einem schrottigen Headset hier ein Tutorial zu machen, und mittlerweile alle 2 Tage ein neues Video und einmal pro Woche wenigstens sind wir am Stream. Da kommt natürlich einiges bei rum und dementsprechend entwickelt sich dann natürlich auch die Technik weiter. Man möchte dann natürlich auch immer bessere Qualität abliefern. Jetzt vielleicht nicht unbedingt inhaltlich, da habe ich nicht wirklich Einfluss drauf. Aber Bildqualität, Tonqualität. Und ich muss sagen, das hier war wahrscheinlich so ziemlich mit die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe bei Anschaffung, was das hier angeht. Dieses Mikrofon mit dem Popschutz hat einen so hammergeilen Klang.
Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Ich hatte vorher immer die Texte aufgesprochen hier über dieses Headset, was da vorne hängt. Da war ein Rauschen im Hintergrund, das hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal mitbekommen, wenn ich gestreamt habe oder sowas. Das musste ich dann aufwendig hier mit Audacity habe ich die Sachen dann wieder rausgefiltert und habe den Ton nachbearbeitet, sodass dann wenigstens in den Videos einigermaßen vernünftiger Ton ankommt. Und dieses Schätzchen hier, das braucht solche Funktionen überhaupt nicht. Da spreche ich einen Text auf und der ist glasklar. Also richtig, richtig tolle Sache. Dann könnt ihr hier auch nochmal ganz kurz gucken, softwaremäßig. Werde ich ja auch oft gefragt, wie ich was mache. Hier oben sind die wichtigsten Programme. Wir haben einmal Vegas Pro 14 mittlerweile. Früher hatte ich 13. Dann Cyberlink, das ist auch ein Schnittprogramm, das ihr im Übrigen auch sogar kostenlos bekommen könnt, wenn ihr unser Forum mal besucht. Audacity für sämtliche Tonbearbeitungen, die im Nachhinein stattfinden müssen. GeForce, das ist mein Programm, mit dem ich im Grunde genommen für euch die Videos aufzeichne über Shadowplay. Dann ja, TeamSpeak kennt, glaube ich, jeder. Dann haben wir hier an der Seite noch ein paar Programme. Einmal das OBS Studio, mit dem ich streame, mit dem ich den Greenscreen und sowas fertig mache. Dann haben wir den Restream Chat. Das heißt, das ist das Programm, das mir die Chats von YouTube und Twitch zusammenbringt. Ja, darunter dann das Spiel, dann noch ein anderes Spiel. Die Spiele, die ich aktuell spiele. Ansonsten alles Wartungsprogramme und andere nette Programme, die mir hier so ein bisschen den Job erleichtern. So sieht das also hinter den Kulissen aus. Nichts wirklich Spektakuläres. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, hier wird im Moment noch gestrichen. Also hier sind wir schon fertig mit der Wende. Hier sind wir auch schon fertig mit der Wende. Jetzt geht es da hinten weiter. Ihr seht das da hinten. Ne? Die Wand da vorne fehlt noch ein Stück weiß. Und da hinten ist noch die alte Farbe. Die alte Farbe, die mochte ich nicht mehr sehen. Das mache ich irgendwann in den nächsten Tagen fertig. Und da sollte der ganze Raum hier wieder einigermaßen so sein, wie ich mir das vorstelle, dass ich hier auch mal ein paar Stunden aushalten kann. Wie man ein Video schneidet und wie man einen Stream einrichtet, da mache ich auch nochmal zwei Videos zu fertig, denn das werde ich auch immer und immer öfters gefragt. Habe ich mir gedacht, gut, dann machst du da einfach mal auch eine eigene Tutorial-Reihe von. Dann ist es vielleicht interessant für den einen oder anderen, der vorhat, sowas in Zukunft zu machen, oder für den einen oder anderen, der damit Probleme hat. Und vielleicht bekommt der eine oder andere von euch ja sogar Lust darauf, das alles selbst irgendwann mal auszuprobieren. Das war's. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Wie gesagt, ein kurzer Blick hinter die Kulissen. Da hoffe ich, dass das Ding irgendwann jetzt demnächst auch final fertig wird. Wenn die GTX 1070 dann da drin ist, dürfte ich eigentlich keine weiteren Probleme mehr haben. Und alles andere kommt dann mit der Zeit. Tschüss, alles Gute, euer Implied.